Frau Grütters, als Sie vor über einem Jahr Schirmherrin der Initiative wurden, war das anfänglich ein Job unter vielen? Wo Kultur draufsteht, ist die Kulturstaatsministerin dabei? Oder hatte das von Anfang an eine besondere Priorität? Das Thema Vielfalt und Integration hat deshalb eine große Priorität, nicht nur, weil es sich der aktuellen Situation verdankt. Wir reden ja tatsächlich darüber, wie wir dieses Phänomen der Zuwanderung, was ja in Deutschland jetzt sehr zugespitzt ist, positiv bewältigen können durch vielfaches bürgerschaftliches Engagement beispielsweise, sondern auch darüber, wie wir politisch darauf reagieren. Und ich glaube, dass Integration, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Solidarität ein sehr stark kultureller Faktor ist in unserem Zusammenleben, in unserem gewachsenen deutschen Gemeinwesen. Insofern hatten wir einen gewissen Ehrgeiz auch unter der Vorgabe Kultur, tatsächlich diesen Einigungsprozess und unsere Versuche dazu zusammenzufassen und mit den 15 Thesen ihnen auch einen Rahmen zu geben. Die Thesen wurden im Mai vorgelegt. Es haben tatsächlich 28 Organisationen geschafft, sich in relativ kurzer Zeit darauf zu einigen. Eigentlich hätte damit die Initiative ihre Arbeit erfüllt. Auf einmal sagten dann aber alle, nee, wir machen weiter als Initiative. Was ist da passiert? Wir haben von Anfang an den Ehrgeiz gehabt, unter Federführung der Kultur tatsächlich Integrationsprozesse, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu definieren. Dass wir innerhalb von 4 Monaten mit so vielen Akteuren, von den Arbeitgebern über die Arbeitnehmer, über die kirchlichen Organisationen, die politischen Kräfte, überhaupt 15 Thesen konsensuiert haben, ist ja schon sensationell. Noch dazu in einem so sensiblen und heiklen Feld wie der Frage nach Identität, nach Vielfalt, nach Zusammenhalt, was prägt uns, wie wollen wir zusammenleben, welche Botschaften haben wir und welche Zielgruppen sprechen wir an. In 4 Monaten mit mehreren Ministerien unter Federführung der Kultur ein solches Vorhaben zu stemmen, war ja schon ehrgeizig. Und das hat aber so viel Eindruck gemacht, weil es Spaß gemacht hat, weil es gelungen ist und vor allen Dingen, weil so viele daran mitgewirkt haben, dass auch der Wunsch entstanden ist, in eine zweite und dritte werbende Phase zu treten, damit noch mehr gesellschaftliche Akteure sich diesen Thesen und ihrem Inhalt natürlich anschließen und daraus Aktivitäten entwickeln. Papier ist geduldig, 15 Thesen sind dann eben so schön, wie sie sind, erstmal bedrucktes Papier oder eine Datei im Netz. Wie sieht der konkrete Prozess nach Ihrer Wunschliste aus? Wie vertieft man das? Wie bringt man das aus einer Diskussion von Intellektuellen, kulturell Interessierten in eine gesellschaftliche Breite? Die Thesen sind zuerst mal aus einer gesellschaftlichen Breite überhaupt entstanden und müssen jetzt durch die, die Sie formuliert haben, wieder in die Breite zurückgespielt werden. Das ist richtig. Wir sind zum einen erstmal stolz, Luther hat damals 95 Thesen gebraucht, um klarzumachen, wie er sich einen Reformprozess in seiner Kirche vorstellt. Wir haben in wenigen Monaten in 15 markanten und gut formulierten Thesen so etwas beschrieben wie: Was macht uns aus, wo stehen wir und wie kann Integration als Prozess gelingen? Und in der Tat kommt es jetzt daraus an, aus den guten Ideen Projekte zu entwickeln. In meinem Haus beispielsweise haben wir einen Preis für kulturelle Integration ausgelobt, der bundesweit ausgeschrieben wird und dann natürlich in schönen Veranstaltungen einmal im Jahr auch wieder einen Blickpunkt auf dieses Thema legt, damit es mehr als nur inzwischen, wie ich finde, positiv gelebte Alltag ist. Also die Solidarität in der Gesellschaft, in der Nachbarschaft, diese Millionen Ehrenamtlichen, die sich damals auch um die Flüchtlinge gekümmert haben und das bis heute tun übrigens, die sind ja schon ein Gesicht der breiten Wirkung dieser Ideen. Aber wir sollten daraus tatsächlich konkrete Handlungen ableiten. Ich möchte auch in meinem Ressort weitere Aspekte der kulturellen Bildung in sichtbare Programme stecken, mit denen wir vor Ort auftreten, beispielsweise. Ja, die Frage ist, wie bringt man einen Begriff von Kultur und eine Vorstellung von Kultur als Lebensweise aus einer Mittelschichtendiskussion oder Oberschichtendiskussion, wie bringt man das tatsächlich an, ich sage es jetzt mal, die Basis einer Gesamtbevölkerung? Haben Sie da konkrete Vorstellungen? Ja, wir müssen tatsächlich zum Beispiel, indem man Preise auslobt, die man an Schulklassen adressiert.
Muss man natürlich über die Lehrerschaft dann auch dieses Programm interessant machen, damit sie dann teilnehmen und es auf diese Weise eine Breitenwirkung bekommt. Ich kann nicht mehr als Reden und Programme entwickeln. Und dann müssen die tatsächlich an die Basis herangetragen werden durch Profis. Und dann wird daraus eine Aktivität, die auch über die Medien verbreitet wird. Und dann gibt es Highlights, wie zum Beispiel Preisverleihungen. Ich habe mit vielen dieser Flüchtlings- oder Integrationsinitiativen auf einer Bühne gestanden, im Deutschen Historischen Museum bei der ersten Preisverleihung. Das war ein derart beglückendes Erlebnis, weil diese Menschen noch nie auf einer Bühne gestanden haben, weil sie noch nie von Fernsehkameras begleitet wurden, weil ihnen noch nie Applaus gespendet wurde für das, was sie tun und selbstverständlich finden. Und das ist zum Beispiel etwas, was dann natürlich eine mediale Wirkung entfaltet und dadurch wieder in der Breite ankommt. Aber wir belobigen ja auch die, die im Alltag einfach nur das tun, was sie für richtig halten. Das sind so ein paar Aspekte, mit denen die Kulturpolitik umgehen kann. Meine andere Aufgabe ist natürlich die der Kommunikation. Mhm. Über Medien, aber mit den Veranstaltern natürlich, mit anderen gesellschaftlichen Akteuren, beispielsweise auch im Netz. Da haben wir eine Plattform entwickelt zu diesem Thema kulturelle Integration, Vielfalt und Zusammenhalt. Das sind natürlich Versuche, auch tatsächlich an der Basis anzukommen. Sie sagen sinngemäß, Kultur schafft Identität. Und wenn wir genauer wissen, wer wir sind, fällt es uns leichter, uns auch für Fremdes zu öffnen. Nun gibt es Kulturwissenschaftler, die sagen, diese Vorstellung von einer eher homogenen Identität, die sich dann öffnen kann, die gibt es in der sich globalisierenden, beschleunigenden Welt fast gar nicht mehr. Dieser These widerspreche ich regelmäßig. Ich glaube, nationale Identität erwächst zuallererst aus dem Kulturleben eines Landes. Natürlich bin ich stolz auf Goethe und Schiller beispielsweise. Ich bin beglückt, wenn ich die romanischen Kirchen in Köln sehe. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ich Beethoven überall auf der Welt höre, der meistgespielte Komponist der Welt, mit seiner Ode an die Freude beispielsweise. Das ist so etwas wie eine Identitätsbestimmung, die ich für mich, ich bin Deutsche, vornehmen kann und auf die ich mich berufe und die mich glücklich macht. Ich glaube, dass diese Standortbestimmung nötig ist, um dann auch anzuerkennen, dass es genau diese Kultur ist, die ja genau die Brücken auch in andere Kulturen, in andere Länder, in andere Nationalitäten, Ethnien, Gebräuche sich öffnet. Also die Brückenbauerfunktion der Kultur ist genauso wichtig wie die der Standortbestimmung über die Kultur. Und nur wer seinen eigenen Standort kennt, glaube ich, kann ohne Angst und Not vor Überfremdung beispielsweise sich dem anderen, dem auch Fremden öffnen, ohne Angst zu haben, dadurch bedroht zu werden. Das ist ja das Moment, auf das wir in Deutschland reagieren. Diese überall spürbare Angst des Identitätsverlustes, des Heimatverlustes, des Orientierungsverlustes. Diese Suche nach Selbstvergewisserung, glaube ich, wird nicht durch ein dichtes Netz an Autobahnen beantwortet und auch nicht mit wirtschaftlichen Daten, sondern das hat etwas, was im weitesten Sinne auch eine kulturelle Selbstbestimmung ist. Und von der ausgehend, glaube ich, sind Öffnung, Toleranz und Respekt vor anderem auch möglich. Integration ist zu einem gesellschaftlichen Großthema im Diskurs geworden. Da redet mittlerweile jeder dauerhaft drüber. Ist das eigentlich auch für ihr Ressort und für Ihre Aufgabe eine Chance und eine Verbreiterung? Kommen Sie so ein bisschen aus der Kulturnische raus und spielen sozusagen jetzt auf einem größeren Spielfeld, in einem größeren Stadion vor mehr Zuschauern? Ja, mein Selbstverständnis auch als Kulturpolitikerin ist das, nicht einfach nur ein Milieu gut zu verwalten, bildungsnahe Schichten, die gerne in die Oper gehen und viele Bücher lesen, sondern tatsächlich das Bewusstsein für den Wert unserer kulturellen Traditionen zu wecken, zu denen nicht nur die Höhepunkte, sondern natürlich auch die Abgründe unserer Geschichte gehören, die uns aber haben reifen lassen zu dem, was wir heute sind. Also klar zu machen, dass Kultur etwas Fundamentales im Bewusstsein einer Gesellschaft ist.
Und das geht natürlich auch bis hin zum Volksliedgut oder zum Bräuchen wie dem Märchen erzählen oder zum Blaudruck in verschiedenen Gesellschaften oder einfach das Bewusstsein dafür zu wecken, dass Deutschland das Land ist mit den meisten Orgeln weltweit, ein Kulturgut, das es zu pflegen gilt. Also es gibt ein breites Verständnis dafür, dass die Selbstvergewisserung einer Gesellschaft, die im Wege der Globalisierung natürlich ihre Grenzen auch öffnet, immer auch etwas mit gewachsenen kulturellen Traditionen zu tun hat. Und ich glaube, dass in Deutschland das Bewusstsein dafür, wie fundamental Kultur jenseits konkreter Milieus ist, sich inzwischen etabliert hat. Und daraus wachsen dann natürlich Initiativen. Ich meine, es ist kein Zufall, dass die Barenboim-Said-Akademie beispielsweise, die in Deutschland, in Berlin jetzt zum Beispiel, der jüdische argentinische Dirigent Daniel Barenboim mit seinem Schriftstellerkollegen aus Palästina, der inzwischen gestorben ist, Edward Said, palästinensische oder arabische Jugendliche mit israelischen Jugendlichen zusammen in einem entsprechenden westöstlichen Divan-Orchester Friedensprojekte hat entwickeln lassen. Denn das ist natürlich ein Beitrag auch Deutschlands jetzt zum Frieden im Nahen Osten, dass diese Akademie ausgerechnet in Berlin mit seiner bitteren Geschichte, auch gegenüber den Juden beispielsweise, sich neuerdings als Standort für solche Projekte empfiehlt. Das zeigt, dass wir an unserer Geschichte gereift sind. Es zeigt aber auch, was Kultur vermag. Frau Grütter, ist eines der wichtigsten kulturpolitischen Projekte in Ihrer Zuständigkeit ist das Humboldt-Forum in Berlin-Mitte. Kann das eigentlich auch ein Ort kultureller Integration werden? Soll es das? Ja, der Ehrgeiz ist natürlich, dass es mehr dies als alles andere sein soll. Zum einen ist es so, dass Deutschland am Beginn des 21. Jahrhunderts den zentralen Platz der Republik, das ist ja nicht nur ein lokales Phänomen, sondern das ist der zentrale Platz der Republik Deutschland am Beginn des 21. Jahrhunderts mit Kultur auflädt. Kein Einkaufszentrum, kein Hotel, keine Tiefgarage und auch kein Central Park East. Nein, da haben wir uns entschieden, die Kultur zu platzieren. Und der nächste Gedanke ist, es ist eben nicht unsere eigene Kultur, es ist nicht die Selbstbezüglichkeit, mit der wir da umgehen, die deutschen Kulturtraditionen, sondern es ist die außereuropäische Kultur mit ihren wertvollen Exponaten, die wir in Deutschland haben, die dort verortet wird im Dialog mit der Museumsinsel, wo die Geschichte des Mittelmeerraums erzählt wird. Und in diesem Projekt versuchen wir, eine Botschaft zu platzieren, dass uns Menschen überall auf der Welt viel mehr verbindet, als uns trennt. Es soll eben nicht darum gehen zu sagen, guck mal hier, das sind die deutschen Malereibestände und auf der anderen Seite wird Afrika erzählt und ein bisschen aus dem südamerikanischen Raum und Asien, sondern wir versuchen, die Menschheitsgeschichte anhand dieser Objekte klarzumachen. Wie gehen die Menschen überall auf der Welt mit Geburt und Tod um, beispielsweise mit Anfang und Ende des Lebens? Oder wie haben Migrationsbewegungen, Wanderungsbewegungen die ganze Menschheitsgeschichte beherrscht? Die Menschen gehen immer dahin, wo sie ihre Kinder ernähren können. Und wenn das zu Hause, da wo sie geboren sind, nicht mehr möglich ist, dann wandern sie in andere Weltgegenden. Es ist ein Menschheitsphänomen. Oder welche Bedeutung haben Religionen, also Glauben an etwas Übersinnliches, in der Menschheitsgeschichte gespielt? Und wenn wir das anhand unserer Objekte aus der ganzen Welt glaubhaft erzählen, dann ist das Humboldt-Forum eine Einladung, Weltbürger zu sein, an jeden, der da hinkommt. Und er geht mit der Erfahrung heraus, überall auf der Welt gibt es ähnliche Phänomene und uns verbindet viel mehr, als uns trennt. Wenn diese Botschaft, wenn dieses Anliegen gelingt, dann ist das der beste Ort, um zu zeigen, was mit Integration, Solidarität und Vielfalt gemeint ist. Vielen Dank.